Fußball Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Wir könnten einen Sommer wie damals haben. Schön, heiß und Österreich fast ausgebucht. Also wir haben Tourismuszahlen, die schon fast an 2019 herankommen. Und 2019 war ein absolutes Rekord. Ja, wir könnten jubeln und sagen, juhu, es geht uns gut. Wir sind in den Ferien. 3 Millionen Österreicher sind ja in Ferien und verreist. Aber die Teuerungspeitsche, die wirkt die Menschen in dem Land extrem. Jeder stöhnt unter den hohen Energiepreisen. Mein Name ist Karl Wendel. Ich diskutiere heute mit Sebastian Bormeer und Johann Gudenus. Guten Tag. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Wie gesagt, die Teuerungswelle beschäftigt die Leute. Teilweise wird in der Politik sogar schon davon geredet, dass wir einen Energielockdown demnächst haben werden. Das heißt also, öffentliche Gebäude werden in der Nacht zappenduster bleiben, die Temperatur wird im Winter heruntergeschraubt. Wie sehr beschäftigt diese Teuerungswelle die Menschen wirklich und ist es so arg, wie es teilweise dargestellt wird? Also ich persönlich bin ja ganz stark jetzt an der Front unter Anführungszeichen, weil wir mit unserer Gemeinwohlstiftung jede Woche mehr Anfragen bekommen um eine kleine Unterstützung. Also die Leute sind wirklich verzweifelt. Es geht inzwischen nicht mehr nur um diejenigen, die ohnehin immer schon von Armut betroffen waren, sondern immer mehr Menschen, auch Berufstätige, wissen nicht, was sie tun sollen. Und wenn man dann hört, wie zum Beispiel vor kurzem verkündet wurde, dass die EVN und die Wien Energie, also die zwei größten Versorger Österreichs, jetzt auch massiv anziehen werden bei ihren Preisen. Und wenn wir dann hören, dass die Preissteigerungen wahrscheinlich jetzt nicht aufhören werden, sondern wahrscheinlich im Winter nochmal weitergehen werden, dann verstehe ich, dass immer mehr Menschen sich Sorgen machen, vor allem angesichts einer Bundesregierung, die es ganz offensichtlich nicht auf die Reihe bringt, die Leute in einem substanziellen Ausmaß zu unterstützen. Weil bei aller Wertschätzung und Anerkennung von Aktivitäten wie Klimabonus und Teuerungsausgleich und so weiter, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wir reden hier ja von 1.000, 2.000, 3.000 Euro, die pro Jahr von Menschen mehr zu zahlen sein werden, nur allein im Bereich der Energie. Dann kommt noch der Sprit dazu, dann kommen noch die Lebensmittel dazu, dann kommen noch die Güter des täglichen Bedarfs dazu, dann kommen für Familien noch Schulausstattung und so weiter dazu. Das ist ja alles nicht mehr finanzierbar. Und wenn du in der Situation nicht einmal wirklich Geld auf den Tisch legst, und ich meine, ich beharre darauf, 10.000 Euro sozial gestaffelt pro Haushalt, das wäre tatsächlich ein Ausgleich, damit die Menschen nicht entwürdigt werden oder Sorgen machen müssen. Solange die Politik das nicht macht, solange ist sie aus meiner Sicht tatsächlich gut beraten, sich etwas zu überlegen. Und ich hoffe, dass es jetzt auch passieren wird, bin aber ehrlich gesagt in den letzten Wochen immer pessimistischer geworden. Teilweise muss sich da die Regierung aber in Schutz nehmen, denn vergangene Woche wurde ja vorgestellt, Punkt 1, die gesamten Hilfsmaßnahmen. 180 Euro gibt es jetzt für 1,9 Millionen Schüler, aber teilweise hat man so den Eindruck, als ob dieses gesamte Hilfsprogramm so eine Art Sudoku-Aufgabe für die Menschen wäre. Es kommt dieses massive Hilfsprogramm bei den Leuten nicht an. Haben Sie auch diesen Eindruck, Herr Gudenus? Natürlich ist es so, dass wenn man dann Hilfe in Anspruch nimmt vom Staat, also wenn man plötzlich die hehre Gunst des Staates erfährt als Unterworfene dieser Regierung des Staates und das Glück hat, hier Förderungen beantragen zu dürfen, dann ist es dann trotzdem nicht leicht, diese zu bekommen, weil er dieser Antragsdschungel ja auch einer ist, der schwer zu bewältigen ist. Das hat man auch oft gemerkt in den Zeiten der Pandemie-Maßnahmen. Aber ich finde es so insgesamt interessant, weil hier oftmals auch verwechselt wird, wer dafür verantwortlich ist. Es ist ja mitunter vor allem auch die Regierung und die Europäische Union für diese Preissteigerungen verantwortlich. Einerseits wurden die Leute schon leidgeprüft die letzten 2,5 Jahre durch die Maßnahmen der Pandemie. Jetzt sind es die sogenannten wirksamen Maßnahmen gegen den natürlich Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Maßnahmen, die sich aber nicht auswirken, weil der Krieg geht deswegen nicht zu Ende. Der einzige Krieg, der geführt wird, ist der Krieg seitens der Regierungen gegen die Bevölkerungen der Länder in Europa. Und das gilt es anzusprechen, nämlich nicht
die Konsequenzen, sondern eigentlich die Ursachen. Und die Ursachen sind die Politik. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass wir heute in den Medien lesen, dass der Herr Nehammer nur noch 30% oder zwei Drittel Bevölkerung gegen sich hat und 30% Zustimmung hat und die gesamte Regierung nur noch eine Zustimmung von 20% hat. Das kommt ja nicht von ungefähr. Die Menschen wissen schon, wo die Ursache liegt. Und das ist natürlich in der Politik zu suchen, hier in Österreich und in der Europäischen Union. Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass man da, weil ich kann mich an Sie wenden, Herr Gudenus, zwei Sachen differenzieren, das müssen wir auch machen. Ja, auf der einen Seite das Verständnis für die Menschen, denen es jetzt schlecht geht, und denen hilft es halt nicht, wenn wir sagen, reden wir über die Ursachen vom Krieg. Das ist ja das, was irgendwie die Putin-Versteher von Anfang an sagen. Man muss Putin verstehen, man muss Ursachenforschung betreiben, wir müssen in die Geschichte zurückgehen, weil 1990 wurde irgendwem irgendwas versprochen und deswegen ist das, was der Putin macht, das legitim. Das alles trägt nicht dazu bei, dass die Menschen jetzt sich ihr Essen kaufen können, ihre Wohnung heizen können oder mit Auto fahren können. Punkt 1. Und Punkt 2, es stimmt halt einfach nicht. Es stimmt insofern nicht, weil natürlich die Lieferkettenproblematiken, die wir haben, nicht von der österreichischen Corona-Politik abhängig sind, sondern von der chinesischen Corona-Politik. Und da hätten wir in Österreich den viel gerühmten schwedischen Weg gehen können, daran würde sich nichts ändern. Ganz viel von den Teuerungen, auch der Inflation, ist Teil einer globalen Wirtschaftsdynamik und die hat gar nichts mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu tun, in erster Instanz, sondern damit, dass eben durch Corona sich die Weltwirtschaft global komplett verändert hat. Und zweitens, natürlich gibt es einen Einfluss des russischen Angriffs auf die Ukraine, auf unsere Wirtschaft, aber nicht die Sanktionen sind das Problem. Das Problem ist der Angriff von Russland und dadurch müssen weltweit, wir sehen das bei Indien, wir sehen das bei Indonesien, das sind große und wichtige Lieferanten, zum Beispiel von Palmöl, das ja immer noch in jedem zweiten Produkt im Supermarkt drinnen steckt, und all das sind Kostentreiber. Und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, die Leute können ihre Miete nicht mehr zahlen oder sie können den Sprit nicht mehr zahlen und deswegen müssen wir jetzt als kleines Österreich, das eh nicht die Chance hat, die Sanktionen auf europäischer Ebene zu beenden, quasi unsere Sanktionspolitik überdenken, das hilft wirklich überhaupt gar niemandem, sondern trägt nur dazu bei, dass wir eine Entsolidarisierung erleben, was ich für hochproblematisch empfinde. Ich halte es für hochproblematisch, dass jetzt quasi drauf geschimpft wird auf die ukrainischen Flüchtlinge oder es gesagt wird, die brauchen eh keine Hilfe, sondern ich glaube, wir müssen das wirklich adressieren. Da würde ich mir wünschen, dass man da vollkommen frei von ideologischen Barrieren die Bundesregierung auch in ihrer Verantwortung adressieren, unabhängig davon, ob es an globalen kollabierten Lieferketten oder an einem Angriff der Russen auf die Ukraine geht oder ob es um einen Hurricane geht oder um einen Meteoriteneinschlag, ist vollkommen Plunzen. Die österreichische Bundesregierung ist in erster Linie nicht für Ursachenforschung verantwortlich, sondern dafür, dass sie den Leuten hilft. Und deswegen ist mir wichtig, dass jetzt ein Geld auf den Tisch kommt und nicht, dass wir uns jetzt wieder in Diskussionen ergehen, wer in Wirklichkeit die Schuld daran trägt. Weil das bringt, lieber Herr Gudenus, wirklich niemandem irgendwas. Nein. Nein, aber lieber Herr Born-Mehner, Ihr Eifer in Ehren zum Ersten. Ich habe vorher in meiner Wortmeldung mit keinem Wort den Herrn Putin erwähnt, sondern Sie reden gleich wieder vom Putin-Versteher. Zweitens, Sie haben gesagt, die Bundesregierung ist nicht für die Ursachenforschung da. Die Bevölkerung erkennt aber schon, was oftmals die Ursachen sind. Natürlich haben Sie recht, es gehört den Leuten sofort geholfen. Und deswegen finde ich ja Ihre Initiative mit der Stiftung, das befürworte ich ja natürlich total. Ich sage ja nicht, dass diese Soforthilfemaßnahmen deswegen schlecht sind. Im Gegenteil, sie sind zu wenig. Absolut. Trotzdem sind wir doch alle Menschen ausgestattet mit einem Verstand und auch mit der Eigenverantwortung, die ja heute eingefordert wird von der Frau Edtstadler, von einer Dame, die selten eine Eigenverantwortung in der Regierung lebt. Aber um zu erkennen, was die Ursachen und sind einer Krise. Und das ist wieder wohl erlaubt sein und ist auch notwendig, um solche Sachen nicht wieder zu wiederholen. Und deswegen rege ich einfach an, so wie Sie es auch immer tun, zu differenzieren und einerseits natürlich den Menschen sofort zu helfen. Das ist wichtig, weil wie kommt jemand dazu, dass er hier vielleicht nicht über den Winter kommt oder im Privatkonkurs gehen muss und alle Folgerungen auf sich und seine Familie nehmen muss und eigentlich selbst null Schuld trägt daran. Und andererseits eben auch zu schauen, dass man natürlich die richtigen Maßnahmen trifft beim nächsten Wahlverhalten. Wir haben jetzt eine Präsidentschaftswahl vor der Tür und es gibt da jemanden, der dieser Regierung laufend die Räuberleiter macht, das ist der Herr Van der Bellen. Noch ein Satz zu den Flüchtlingen aus der Ukraine, Herr von Mehner. Ich habe mit keinem Wort jemals gegen Flüchtlinge aus der Ukraine gehetzt oder dagegen gesprochen. Im Gegenteil, ich habe privat mindestens 20 Familien geholfen, die ich untergebracht habe in Österreich. Sie wissen, ich habe es schon letzte Woche erwähnt und ich kann es gerne wiederholen. Meine Kontakte beschränken sich nicht nur auf Russland, sondern ich bin prinzipiell gut vernetzt in der gesamten
slawischen Welt, Osteuropa, ehemaliger Sowjetraum und auch Balkan. Ich bin auch gerade jetzt hier in Bosnien, 3 Tage nicht auf Urlaub, sondern auf einer Geschäftsreise. Mhm. Und ich sehe das Ganze natürlich von einem sehr differenzierten Standpunkt. Man darf das Ganze nicht verkürzen, bin vollkommen bei Ihnen. Aber man sollte auch nicht schauen, dass man immer prinzipiell, was der andere sagt, per se schlecht sein muss. Und nur weil jemand kritisiert, muss er nicht gleich ein Putin-Versteher sein. Oder vor 2 Jahren muss jemand, der Maßnahmen kritisiert hat, nicht gleich ein Corona-Leugner sein. Das ist, glaube ich, eine Schwarz-Weiß-Malerei, die tut uns allen nicht gut. Sie haben gerade den Namen Edtstadler, Caroline Edtstadler, erwähnt. Es ist auffallend, wie oft Frau Edtstadler momentan in den Medien vorkommt. Sie gibt Themen vor. Sie hat auch einen veritablen Streit mit der Justizministerin, die übrigens auch vor einigen Wochen am Balkan im Urlaub unterwegs gewesen ist. Sie sind auf Geschäftsreise. Der Streit der 2 schönen Frauen, Edtstadler gegen Zadic, ist das schon ein... Brutalität weiß ich nicht, aber es ist eben auffallend, dass die beiden einander derart in die Haare geraten. Also ich glaube, das hat mit dem Aussehen relativ wenig zu tun. Wenn diese beiden Frauen was sind, dann sind sie wirklich extrem gut ausgebildet, weil ich glaube, sowohl die Frau Dr. Zadic als auch die Frau Dr. Edtstadler sind sehr, sehr gute Juristinnen und Juristen, was ich mir so sagen habe lassen. Aber ich glaube, in der ganzen Causa, das ist ja relativ durchsichtig, was jetzt passiert. Ja? Der Karl Niermann ist angezählt. Auch wenn er von einer Sommerlochdebatte spricht, die hat schon so manchen ÖVP-Obmann verschlungen, die sogenannte Sommerlochdebatte. Und ich glaube, er weiß ziemlich genau, dass er ein Problem hat. Und sehr viele Menschen, dazu gehöre ich auch, obwohl ich kein ÖVP-Sympathisant bin, denken sich halt, also wenn ich mir anschaue, wer momentan in der ÖVP zur Verfügung steht, zumindest in der Regierungsmannschaft, weil die ÖVP ist ja eigentlich viel, viel mehr als nur die Regierungsmannschaft. Schauen wir in die Gemeinden, wo wirklich zum Teil gute Leute sind. Aber wenn ich mir anschaue, wer die Regierungsmannschaft darstellt, dann muss ich sagen, eine Caroline Edtstadler ist von den Leuten, die jetzt da sind, aus meiner Sicht mit Sicherheit diejenige, die am fähigsten und aus meiner Sicht am besten geeignet ist, um Österreich jetzt durch diese Krise zu bringen. Ich bin ja nicht der Meinung, dass wir die Regierung entlassen sollten, wie das jetzt offensichtlich jeder Bundespräsidentschaftskandidat behauptet, weil es ja offenbar lustig klingt, alle auszuhauen, sondern ich bin der Meinung, die Regierung sollte was hackeln. Und deswegen bin ich der Meinung, es wäre gut, wenn die ÖVP diese Obmann-Debatte bald klärt. Ich fände es persönlich wünschenswert, wenn Caroline Edtstadler die ÖVP übernehmen würde. So deute ich auch die Manöver, weil es ist ganz eindeutig sichtbar, dass Caroline Edtstadler jetzt beginnt, Profil zu gewinnen und sich auch zu schärfen. Das macht sie auch mit Sicherheit nicht eigenständig, weil in der ÖVP darf man eigenständig so gut wie gar nichts machen. Also es muss irgendjemanden geben im Hintergrund, der sagt, go for it, Caro, und wir stehen hinter dir. Ob das dann eine Verheizungsstrategie ist, was leider in der ÖVP auch vorkommt, oder ob sie tatsächlich das Backing hat von Leuten wie Johanna Mikl-Leitner und anderen, das wird sich sehr bald zeigen. Aber es ist aus meiner Sicht eindeutig klar, dass es hier um einen ÖVP-internen Machtkampf geht. Und ich fände es nicht schlecht, wenn wir eine ÖVP-Bundeskanzlerin hätten. Mit Caroline Edtstadler ist mir auf jeden Fall um einiges lieber als Karl Nehammer, der in den letzten Monaten gezeigt hat, dass ihm das Amt einfach ein paar Nummern zu groß ist. Gut, umgekehrt bei der Justizministerin hat man momentan so den Eindruck, als ob sie im Dauerurlaub wäre. Also seit Wochen hat man von ihr eigentlich fast gar nichts gehört, auch im Zusammenhang mit dem Fall Kellermeier, dieser tragische Vorfall, der Selbstmord einer engagierten Ärztin, hat sie sich, wenn ich richtig informiert bin, überhaupt noch nicht... Doch. Es gab eine Äußerung zuletzt von ihr und das war auch hoch notwendig. Sie hat gesagt, sie wird eine parteiübergreifende, ich weiß nicht, ob sie schon eine Institution gegründet hat, also Kommission, Arbeitskreis, aber sie hat gemeint, es wird hier etwas geben, um den Bereich Hass im Netz einfach nochmal anzugehen, weil alle Experten sagen, das, was jetzt da ist an Hass im Netzgesetz, ist nicht einmal die Formulierung wert. Das ist gar nichts. Mit der bestehenden Gesetzeslage kannst du niemanden schützen, du kannst niemanden zur Verantwortung ziehen und deswegen sollte dieses Alarmsignal des Selbstmords, des durch Terror in den Selbstmord getriebenen Frau Dr. Kellermeier uns wirklich und vor allem die Politik hoch Anlass geben zu sagen, tun wir jetzt endlich was. Ich glaube, zum Thema Hass im Netz, da wissen Sie auch sehr viel zu berichten, Herr Gudenus. Ich glaube, Ihre Ehefrau war ja auch im Zusammenhang, wenngleich, das war ein ganz anderes Thema, aber im Zusammenhang... Das ist ja mannigfaltig, das ist, wenn ich kurz darauf eingehen kann, es ist ja... Themen gibt es genug, warum Leute leider gemobbt werden können. Und das ist natürlich
bietet das steigende Social-Media-Thema durch die vielen Plattformen und durch die Möglichkeiten, immer mehr auch Möglichkeiten, Leuten zu mobben. Das ist ein Pulling-Mobbing, das hat uns ja auch schon früher in der Schule beschäftigt. Damals gab es zumindest in meiner Generation noch kein Internet. Jetzt durchs Internet ist das Ganze natürlich gestiegen und es gibt dann eben das Phänomen, das traurige Phänomen, dass dann eben eine Gemeinschaft oder eine Gruppe sich auf Einzelne extrem einschießt, warum auch immer. Und das Thema, das können alle möglichen Themen sein und im Vordergrund stehen dann nicht die angeblichen Themen, warum das ist, sondern dass sowas passiert. Ja? Da gibt es natürlich auch Ursachen und die Möglichkeiten sind natürlich gestiegen. Damals, vor 2 Jahren, war meine Frau auch eine Zielscheibe von mehreren Leuten und einer speziellen Person, die auch ausfindig gemacht wurde. Die war in der Nachbarschaft wohnhaft, diese Person bei uns. Das ist natürlich nicht angenehm. Ich wünsche sowas niemandem. Es fängt leider schon von klein auf an, also leider schon in der Schule. Es gibt dann immer Gruppierungen, die sich auf Einzelne einschießen. Und jetzt natürlich in den Zeiten des Internets und der Social-Media-Plattformen ist es extrem gestiegen. Und das ist völlig unabhängig davon, ob das jetzt von rechts gegen links, links gegen rechts, dick gegen dünn oder männlich gegen weiblich oder die eine Ansicht gegen die andere Ansicht. Das ganze Phänomen ist insgesamt traurig. Und ob man das jetzt mit strafrechtlichen Maßnahmen natürlich wirklich bekämpfen wird können, ist die Frage. Man wird zumindest eine Bewusstseinsförderung dadurch schaffen und die Bewusstseinsförderung ist insgesamt notwendig, weil auch eine extreme Verantwortung besteht seitens der Gemeinschaft, vielleicht Schwächeren gegenüber oder Menschen mit anderer Meinung gegenüber. Natürlich ist das in der Corona-Pandemie, hat sich das Ganze polarisiert, das stimmt. Ja, da nehme ich niemanden aus. Es gab eine extreme Polarisierung, bis aufs sprichwörtliche Blut, Verzeihung, dass ich jetzt das so ausdrücke. Das ist unfair, das ist gemein, das darf nicht sein. Und man ist dazu aufgerufen, auch medial natürlich einen Diskurs zu fördern, der insgesamt dafür zuträglich ist, dass hier eine Vernunft einkehrt. Haben Sie damals eigentlich selbst recherchiert, wer der Täter war, der Ihre Frau bedroht hat? Und was ist vor allem mit dem Täter in der Endkonsequenz passiert? Da gab es, es war so, dass meines Wissens, soweit ich es noch in Erinnerung habe, weil es gab ja mehrere Fälle, aber da gab es eine Person in Facebook und dann wurde eine IP-Adresse ausgeforscht seitens der Behörden. Also der hat nicht den Klarnamen gepostet, sondern mit einem Decknamen, oder? Soweit ich mich erinnern kann. Es ist so viel passiert die letzten 3 Jahre, dass ich jetzt genau nicht mehr, ehrlich gesagt, nicht mehr so genau geläufig habe. Die Polizei ist in Schluss gekommen, muss ich auch dazu sagen, die Ermittlungen wurden eingestellt. Ja. Liegt wahrscheinlich auch an der nicht vorhandenen Handhabe, vollkommen richtig, die es zu schaffen gilt. Wobei ich auch als Jurist schon noch irgendwie das Abwägungsinteresse habe, wie definiert man Hass? Ja, es sind strafrechtlich schon einige Sachen klar definiert, wie üble Nachrede, wie Verhetzung, alle möglichen Delikte, die jemanden schlecht darstellen. Das ist schon, oder Beleidigung zum Beispiel, das ist alles schon normiert. Die Frage ist, wie man dann konkreter, wenn man das juristisch formulieren will, es geht auch immer um die Legistik und dann die Durchführbarkeit auch, ja, und die Subsumierbarkeit unter einem Gesetzestext, das so trocken das Ganze jetzt gilt, oder klingt. Wie definiert man das Ganze da? Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, warum das Ganze auch schwer weitergeht, weil man ja jetzt sagt, okay, was ist jetzt Hass genau? Hass per se ist zwar nicht schön, aber ist auch nicht verboten. Und wie verbietet man es? Wie definiert man Hass? Und ich glaube, da scheiden sich natürlich die Geister. Und deswegen ist es auch schwer, da wirklich zu einem Kompromiss zu kommen, mit dem die Leute zufrieden sind und der das Ganze auch juristisch irgendwie in einen Rahmen bringt. Trotzdem fehlt uns jetzt noch die Antwort darauf, was mit dem Täter passiert ist. Oder habe ich das nicht richtig verstanden? Die Ermittlungen wurden eingestellt, weil eben anscheinend die juristischen Werkzeuge noch nicht so waren, dass man eben habhaft werden konnte, juristisch. Aber das heißt auch lange nicht, dass das Ganze nichts war. Ja? Das Strafrecht zieht diese Grenze. Und wenn jemand im Netz von jemand anderem gemobbt wird, verfolgt wird, muss es noch lange nicht strafrechtlich relevant sein. Aber trotzdem bei betroffenen Opfern ein gutes Gefühl auslösen, psychologisch, nicht wahr?
Also beim aktuellen Fall mit der Ärztin, die jetzt leider sich das Leben genommen hat, wird man sehen, ob hier strafrechtlich relevante Texte im Internet dabei gewesen sind. Wahrscheinlich viele. Das wird leider dem Opfer auch nicht mehr viel bringen. Ja. Ja, es spielt dieser Fall natürlich derzeit schon nach Deutschland. Auch die deutschen Behörden ermitteln in dieser Sache. Es sind zwei Poster namentlich bekannt. Das Medienrecht sieht ja vor, dass man die Leute nicht veröffentlichen darf. Und auch der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja ein Hassobjekt der Sonderklasse in Deutschland ist, hat sich in diesem Punkt schon zu Wort gemeldet. Trotzdem möchte ich zurückführen zur Obmann-Debatte um Karl Nehammer. Ist das jetzt schon ausgestanden oder geht das jetzt flott weiter? Karl Nehammer selbst hat ja gemeint, das sei eine mediale Sommerloch-Debatte nicht mehr. Glauben Sie das? Na, ich glaube, er wird ziemlich bald von diesem Sommerloch verschlungen werden, weil das, was jetzt gerade passiert, ist ein Tabubruch in der ÖVP. Du erlebst auf der einen Seite das, und das sind immer, in der ÖVP gibt es eine gewisse Tradition des Obmann-Absägens, und zwar hinterrucks, also das ist die typische perfide Strategie der ÖVP-Obmann-Debatte, dass sie nicht offen geführt wird, dass alle immer sagen, so, na, wir stehen alle hinterm Karl, 100%, und dann hinterrucks wieder abgestochen im politischen Sinne. Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Jetzt gerade wurde offen zur Diskussion gestellt, dass Menschen mit den Medien, vielleicht nicht quasi im Klartext, aber natürlich hinter den Kulissen schon sehr offen, auch hochrangige Entscheidungsträgerinnen sagen, Karl Nehammer den Ablaufdatum. Und ich glaube, wir müssen jetzt noch die Tirolwahl abwarten. Und dann nehme ich an, ehrlich gesagt, dass die Personen, die etwas zu verlieren haben, das ist vor allem die Johanna Mikl-Leitner mit Niederösterreich, aber auch Salzburg, Wilfried Haslauer, dass die dann eine Entscheidung herbeiführen werden, weil die werden nicht warten, dass diese Debatte weiter an Fahrt gewinnt während der Wahltag in Niederösterreich und Salzburg. Das wird wahrscheinlich im Februar oder März der Fall sein. Da wird dann Landtagswahlen sein. Das sind zwei für die ÖVP sehr wichtige Bundesländer. Tirol auch, aber da ist halt schon alles verloren. Die beiden anderen Bundesländer kann man vielleicht noch irgendwie stabilisieren. Aber man kann es sicher nicht mit Karl Nehammer stabilisieren, der schlechte Witze macht, der ins Gerede kommt wegen irgendwelchen dubiosen Geschichten. Ich habe denen nie wirklich ein großes Gewicht beigemessen, aber sie sind halt nicht zu zerschlagen, diese Debatten. Die Leute interessieren sich dafür, wenn da irgendwelche besoffenen Geschichten passiert sind. Und ich glaube, wenn du mal so im Eck bist und wenn du schon in der Verlegenheit bist, dass du eine Debatte um deine Person als Sommerloch-Debatte qualifizieren musst, dann ist eigentlich schon sehr viel verloren. Und es würde mich sehr, sehr wundern, wenn Karl Nehammer aus dieser Geschichte wieder rauskommt. Ich glaube eher, dass wir in den nächsten 3 bis maximal 6 Monaten seinen Abgang erleben werden. Und ob es dann Caroline Edtstadler wird oder irgendjemand anderer aus dem Hut gezaubert wird, das werden wir dann sehen. Ja, das sind ziemlich harte Worte. Sie haben ja bestimmte Rücktrittserfahrungen, Herr Gutenus. Wie sehen Sie das? Ja, also ich kann jetzt Herrn Bormender nur beipflichten, er hat das ja ganz gut analysiert. Der Königsmord ist quasi die Königsdisziplin in der ÖVP und das läuft immer ungefähr nach demselben Schema ab. Ja, es wird gesagt, ja, er ist eh in Tirol willkommen und dergleichen. Das waren jetzt die letzten Parolen, dabei wird im Hintergrund wahrscheinlich schon massiv gesägt. Natürlich, und es sind dann immer dieselben Faktoren, es sind die Bundesländer und dann vor allem das Stärkste, natürlich Niederösterreich, wo die Wahl ansteht, und auch dann Salzburg. Das sind Faktoren, die immer wichtig sind. Es geht um Stimmungsbilder, es geht jetzt auch um die Umfragewerte. Ich habe es vorher schon auch gesagt, eben, dass nur noch 30% hinter der Regierung stehen und 2/3 gegen Nehammer sind in diesen Umfragen. Also das sagt schon einiges aus und das lässt natürlich auch dann einen gewissen Schatten werfen auf die kommenden Wahlen im ersten Quartal des nächsten Jahres, wo es bei der ÖVP um sehr viel geht. Und das sind die Faktoren, die ausschlaggebend sind. Das wird es entscheiden. Und ich glaube auch nicht, dass hier bezüglich der Umfragen und des Stimmungsbilds irgendeine Besserung in Sicht ist beim Herrn Nehammer und auch beim Gesamterscheinungsbild der Bundesregierung. Und man wird sehen, wie die nächsten Wochen sich entwickeln. Es könnte schneller gehen, als man glaubt, aber wahrscheinlich nicht vor Herbst.
Ja, Sie sehen, es ist ein heißer Sommer. Nicht nur die Temperaturen sind rekordverdächtig. Diese Woche werden wir ja wieder an die 40-Grad-Grenze herangehen, auch in der Politik kocht es. Aber auf der anderen Seite, teilweise funktioniert es ja relativ gut. Also präsentiert wurde diese Woche eben das große Hilfspaket. Das ist das eine, dann die Energieversorgung zumindest, was das Gas betrifft, scheint ja in Österreich gesichert zu sein. Infrastrukturministerin Gewessler hat gemeint, unsere Speicher sind zu 50% und mehr gefüllt. Der Vize Werner Kogler hat gemeint, wenn es so weitergeht, dann haben wir Anfang November 80% gefüllt. Also niemand in diesem Land wird im Winter frieren müssen. Das ist dann das eine. Dann wurde vorgestellt in der Regierungspressekonferenz eine Vielzahl von Hilfsmaßnahmen. Ich habe den Eindruck, das kommt bei den Leuten nicht so gut an, die positiven Meldungen, die die Regierung derzeit zu verkünden hat. Naja, erstens einmal, es ist natürlich eine gute Sache. Ich habe die Arbeit von Leonore Gewessler im Klima- und Umweltministerium immer sehr geschätzt, weil ich der Meinung bin, dass sie seit 2,5 Jahren alle Krisen überstehend und bewältigend ihre Arbeit macht, nämlich das, wofür sie gewählt wurde, das, was im Regierungsprogramm vereinbart wurde, und das setzt sie jetzt einfach sukzessive um. Und ich bin auch der Meinung, dass das, was die Sicherung der Gasversorgung darstellt, und das ist auch gelungen durch die Bundesregierung, ich muss dazu sagen, sie haben viel Geld in die Hand genommen, um eben Leitungskapazitäten durch die OMV bereitstellen zu können, aber das ist gesichert. Also ich glaube, dass die österreichische Bundesregierung diesbezüglich einmal für den absoluten Mindeststandard gesorgt hat, nämlich, dass in diesem Land keiner hoffentlich und keine frieren muss. Aber nur, wenn sie sich's leisten kann. Das ist das große Problem, das große Aber. Wir haben immer noch ein Grundsatzproblem. Das Grundsatzproblem ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr aufgeht. Die Corona-Krise hat das befördert, das wissen wir aus Daten. Die soziale Krise, die wir jetzt infolge der Ukraine, des Ukrainenkrieges und auch der Gasversorgungskrise erleben, verstärkt das weiter. Und diese Bundesregierung findet keine systemischen Ansatzpunkte. Und das ist schon etwas, was man auf der einen Seite auf die Problematik der Koalition und des ungleichen Verhältnisses und der ideologischen Barrieren schieben kann, weil mit der ÖVP kannst du halt keine Vermögensteuerdebatte machen, auch wenn sie eigentlich hoch angebracht und notwendig wäre, dass man sich nämlich die Frage stellt, wer backt eigentlich die ganzen Milliarden, die bei der Corona-Krise und jetzt bei der Gaskrise ausgegeben werden, und das ist meine Meinung, ist das sehr klar, nämlich die, die es haben und nicht die, die es nicht haben, aber diese Debatten werden jetzt nicht geführt und das ist schon schade. Und das bedeutet aber, dass natürlich in der Bevölkerung immer mehr der Eindruck entsteht, dass die Bundesregierung zwar vielleicht, wenn es darum geht, ein Pflaster drauf zu kleben oder einen Verband anzulegen, dann am Schluss, siehe Corona, es vielleicht doch irgendwie hinkriegt, aber dass sie nicht in der Lage ist, momentan einen großen Wurf vorzulegen oder gar eine systemische Verbesserung vorzulegen. Und das hat, da muss ich dem Herrn Gudenus recht geben, natürlich auch etwas mit dem schwindenden Rückhalt in der Bevölkerung zu tun. Wenn du weißt, dass nur noch 20, 25, 30, 35, je nach dem Umfrageinstitut, der Bevölkerung hinter dir stehen oder das gut finden, was du als Regierung leistest, dann hast du auch kein großes politisches Mandat, um jetzt Sachen umzusetzen. Nichtsdestotrotz, sie stützen sich nicht auf Umfragen, sondern auf eine parlamentarische Mehrheit. Die haben Schwarz und Grün noch und es wird erst dann gewählt, wenn die sagen, dass gewählt wird. So sieht es unsere Demokratie vor. Und deswegen erwarte ich mir eigentlich schon, dass sie weiter Maßnahmen setzen. Ja, ich finde auch, dass einige der vorgestellten Maßnahmen richtig und wichtig sind, aber es reicht nicht. Es reicht halt einfach hin und vorn nicht. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen spüren. Sie denken sich ja eh super, dass ihr was macht, aber es reicht nicht. Und das ist, glaube ich, das, was man der Bundesregierung schon vorwerfen muss. Ja, interessante Punkte, die hier vorgebracht werden. Aber so schlecht kann es dem Land ja nicht gehen, denn die Spitze der OMV zahlt sich Boni in der Höhe von 7 Millionen aus. Ist ja recht okay, ja, ist viel Geld, das ist das eine. Und das andere, alle sagen, wir haben zu wenig Jobs, aber die Wirtschaft sagt immer wieder, wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Wo sind denn die alle hin? Diese Frage stellt sich und das werden wir vielleicht im zweiten Teil der Sendung beantworten. Ich gebe ab in eine kurze Werbepause. Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Hass im Netz ist ein Thema, das die Innenpolitik derzeit beherrscht, die Teuerung das andere. Am teuersten sind in Österreich die Spritpreise. Jeder stöhnt, einmal volltanken 120, 130, 140 Euro, je nach Größe des Autos. Herr Gudrino, Sie sind momentan gerade am Balkan unterwegs. Was kostet denn dort der Sprit? Also das ist natürlich von Land zu Land verschieden. Also jetzt, wo ich bin, Bosnien rund 1,80, was ich so gesehen und getankt habe. Also doch um einiges preiswerter als bei uns in Österreich. Und vernommen habe ich gerade, in Slowenien gibt es jetzt die Deckelung, so wie Ungarn auch. Also wäre das, glaube ich, auch ein gangbares Modell für Österreich. Ich frage mich, das sind beides Länder in der EU, Slowenien und Ungarn. Sie schaffen eine Deckelung, warum schafft das die österreichische Regierung nicht? Das wäre doch ein Ansatzpunkt, der, wo sich die Leute denken würden, ja, da wird uns wirklich geholfen. Anstatt einerseits die hohen Preise zuzulassen und dann im Nachhinein die Almosen mal aufzuteilen, kommt man ein bisschen so vor wie der kleine Grisou, der Feuerwehrmann, der das Feuer legt und dann löschen will. Und ja, so wirklich erfolgreich war er auch wieder nicht. Das ist die Grisou-Regierung. Zuerst Brände vielleicht nicht zu legen, aber nicht einzudämmen und dann irgendwie Almosen auszuteilen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ja, jetzt kommt Ende August zumindest der Zuschuss zur Stromrechnung. Das wird damit argumentiert, Strom braucht jeder. Und beim Sprit schaut es schon ein bisschen anders aus. Und ebenso auch beim Gas. Also da kann man keine einheitliche Regelung machen, weil in verschiedensten Bundesländern gibt es die Gasheizung als solches gar nicht. Aber warum ist es wirklich in Slowenien so billig und vor allem auch in Bosnien? Da ist ja mehr oder weniger das Staatsgefüge völlig im Argen, aber trotzdem schaffen sie es, einen billigen Sprit am Markt zu bringen. Ja, vielleicht gerade deswegen. Also ich glaube, überall dort, wo der Staat schwach ist und stark schwach ausgeprägt ist, sind halt die ist der Wettbewerb stärker auf der einen Seite, und auf der anderen Seite glaube ich, dass dort halt wahrscheinlich eine Besteuerung weniger ist. Also vielleicht haben die keine Mineralölsteuer, vielleicht haben die geringere Mehrwertsteuer, das weiß ich nicht. Also ich kenne jetzt die Situation in Bosnien ehrlich gesagt nicht, aber eben was Slowenien, Kroatien, Ungarn und andere Länder betrifft, die einen Deckel eingezogen haben. Spanien überlegt das zum Beispiel auch bei anderen Gütern des täglichen Bedarfs. Da gibt es immer mehr europäische Länder, die sehen, wir haben ein Problem, weil ganz große Teile der Bevölkerung sich das nicht mehr leisten können. Und da wird einfach eingegriffen. Ich als Linker finde das gut. Also ich finde es gut, wenn der Staat eingreift, um die Schwächsten und Ärmsten zu schützen. Das ist aus meiner Sicht die Aufgabe, ob es um Tiere geht, um die Natur geht oder um arme Leute geht. Da geht es um eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist einfach nicht gerecht, wenn jemand, und ich kenne diese Fälle, weil sie werden an mich tagtäglich herangetragen, wenn eine Krankenpflegerin aus Niederösterreich 50 oder 60 Kilometer weit in die Arbeit pendelt und der Sprit substanziell teurer wird, dann kriegt sie das deswegen vom Arbeitgeber nicht refundiert. Und sie hat mit sehr viel Mehrkosten auf der einen Seite in der Energieversorgung, beim Spritpreis und bei Lebensmitteln zu kämpfen. Wenn sie auch noch das Pech hat, unter Anführungszeichen Familienmutter zu sein, dann hat sie auch noch das Problem, dass die Kosten für die Kinder immer teurer werden, und all das wird nicht abgefedert. Und da muss ich Gudenus recht geben, wenn er sagt, dass auf der einen Seite zuerst einmal systemisch eben nichts gemacht wird, weil einfach nicht dafür gesorgt wird, dass diese Preise nicht mehr ansteigen dürfen, und das könnte man. Und auf der anderen Seite dann aber Gutscheine verteilt werden, wo man dann quasi irgendwie, ich glaube, so Dexo oder so oder irgendwo einlösen gehen kann, wenn man das Glück hat, sie irgendwie zu bekommen. Das finde ich alles irgendwie ein Problem und führt mich wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich uns die Frage stellen, und vielleicht so wie die Corona-Krise uns ein bisschen darüber zum Nachdenken angeregt hat, wo kommen eigentlich unsere Produkte her? Wir haben einen extremen Regionalitätsboom gehabt in der Corona-Krise, weil ganz viele Menschen gesagt haben, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass etwas nicht daherkommt 4 Monate, weil es halt in China produziert wird, und warum können wir das nicht aus Österreich auch bekommen, ja? Das sollten wir uns jetzt auch die Frage stellen, wie kann es eigentlich sein, dass wir in einem Land leben, wo auf der einen Seite ganz viele Menschen, das ist gerade vorher angesprochen, da gibt es Boni verfettete Vorstände, das muss man wirklich so nennen, weil ich finde es obszön, dass jemand Millionen an Bonus bekommt, weil er das österreichische Volk schröpft, und zwar nicht, weil es eine unternehmerische Notwendigkeit gibt, sondern weil einfach irgendwie eine unternehmerische Gier ausgebrochen ist, weil ich finde das, was da zum Teil bei Verbund, bei OMV,
jetzt nicht nur staatsnahe Betriebe, es gibt ja auch Handelsunternehmen, Nahrungsmittelkonzerne und so weiter, die verdienen sich eine goldene Nase und ihre Vorstände verdienen da weiter. Während ganz viele Menschen so entwürdigt werden, dass sie in den Sozialmarkt gehen müssen und selbst dort nicht einmal mehr Lebensmittel bekommen. Das ist ja aus meiner Sicht ein Systemversagen. Das ist ein Staats- und Politikversagen. Das kann man jetzt nicht die Verantwortung wegschieben. Man kann weder dem Putin die Schuld dafür geben, noch kann man Corona die Schuld dafür geben. Das ist eigentlich eine Verantwortung des Staates, dafür zu sorgen, dass in einer Krise geholfen wird. Also mir ist eigentlich wurscht, wer das Haus angezündet hat. Wichtig ist, dass die Feuerwehr kommt und löscht. Und natürlich ist es wichtig, dass wir auch über Ursachen sprechen. Ich finde es auch wichtig, wenn wir in einer Grundsatzdebatte politischer Natur sind und die wird halt vor Wahlen immer wieder geführt, auch gut so, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir wegkommen von diesem ewigen Symptombekämpfung, diese ewigen Pflaster draufkleben. Und da bin ich der Meinung, da würde mich die Meinung vom Herrn Gudenus, der ja einen ganz anderen Background familiär hat als ich, auch interessieren. Ich bin der Meinung, wir müssen die Ungleichverteilung in Österreich verändern, weil ich glaube, wenn viele, viele Menschen, die jetzt in Not geraten, 150 oder 200 Euro brauchen, um eine Rechnung zu zahlen und nicht einmal mehr diese Reserven haben, und das betrifft immer mehr Menschen in Österreich, da geht es nicht um Millionen, da geht es um ein paar hundert Euro, ja, die ihnen fehlen. Während auf der anderen Seite Leute auf echten Geldbergen sitzen, die sie ererbt haben, zum Teil über 200 Jahre, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich finde, das ist die Debatte, die ich jetzt gerne führen würde, als Outcome auch der aktuellen Krise, weil wir alle müssen das finanzieren mit unserem Steuergeld und ich finde, da sollten die, die am meisten haben, auch am meisten dazu beitragen. Ja, indirekt wurden da Sie angesprochen. Na, ganz direkt eigentlich. Sind Sie jetzt der reiche Erbe, der auf zig Millionen sitzt und das Füllhorn jetzt ausschütten könnte? Nein, das bin ich nicht. Ich habe, ich will jetzt nicht so viele private Umstände hier preisgeben, aber das bin ich natürlich nicht. Ich möchte die Diskussion vielleicht auch ein bisschen in das einen anderes Licht auch rücken, nämlich diese Links-Rechts-Diskussion. Ja. Natürlich, ich weiß, ich gelte als Rechter und Herr Bohm-Mähner vielleicht als Linker und wie auch immer. Ich glaube, im Endeffekt geht es doch darum, Probleme zu lösen, nämlich aktuelle Probleme. Wie geht es den Menschen? Wie kann man vor allem als Politiker schauen, dass es den Menschen besser geht? Da gibt es natürlich strategische Maßnahmen, da gibt es taktische Maßnahmen und zurzeit ist natürlich beides notwendig. Die taktischen Maßnahmen oder die operativen Maßnahmen sind jetzt die diverse Teuerungsausgleiche durch diese Maßnahmen, die jetzt aktuell beschlossen werden und dergleichen, wobei es natürlich unterm Strich zu wenig sein wird. Warum ist es zu wenig? Weil eben strategisch, systemisch, und das hat Herr Bohm-Mähner auch gesagt, zu wenig getan wird oder das Falsche getan wird. Und da will ich eher weggehen von der Links-Rechts-Debatte, sondern einfach sagen, was jetzt notwendig ist, und wir haben die Situation der hohen Energiepreise, der Strompreise, der Gaspreise, der Spritpreise, zu sagen, warum gibt es keine Deckelung wie in Slowenien oder in Ungarn? Das sind europäische Unionsländer, die machen das einfach. Es gibt da und dort Kritik, aber das ist mir die Kritik von Brüssel relativ schnurze, wenn es darum geht, die eigene Bevölkerung zu schützen vor den Teuerungsmaßnahmen, vor Konkursen, vor sonstigen Folgerungen, vor Krankheiten, vor psychischen Krankheiten und dergleichen und vor einer schlechten Bildung, vielleicht auch in weiterer Folge der Kinder, die eben nicht möglich gemacht werden kann, die notwendig wäre, weil eben der finanzielle Background nicht da ist. All das gilt es natürlich gesamtheitlich zu sehen. Ich würde mich einfach davon lösen, immer zu sagen, das eine ist links, das andere ist rechts. Das sind völlig überkommene alte Begriffe, die über 200 Jahre alt sind, die man da und dort behelfsmäßig natürlich noch verwendet. Ich tue es auch, aber ich glaube, wir sind in einer ganz anderen Situation angelangt, dass man das Ganze auch anders definieren sollte. Und der Hauptpunkt eines vom österreichischen Wahlvolk gewählten Politikers sollte es doch sein, es dem Wahlvolk, den Menschen, die hier leben, so gut wie möglich das Leben zu gestalten. Das ist, glaube ich, die Hauptprämisse. Das ist vollkommen wurscht, ob jetzt links, rechts, geradeaus, vorne, unten. Nein, wie schafft man es den Menschen, hier das Leben leichter zu machen? Und zurzeit haben wir das Hauptproblem, die steigenden Energie und auch die steigenden Nahrungspreise. Und wir haben ja heute auch, ich habe es heute in der Zeitung gelesen, dass die Hälfte der Österreicher es in Zukunft, die Hälfte bitte, ja, in Zukunft schwer haben wird mit Zahlungen und in wirtschaftliche Not geraten kann oder sogar wird. Und das sind alarmierende Zahlen.
Und da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, ja, die ÖMV kassiert ab und sonstige Konzerne und gibt nichts weiter, sondern da muss die Regierung sich hinsetzen. Und egal, ob man es jetzt Interventionismus oder Dirigismus nennt, es ist mir vollkommen egal, da gehört ein Deckel eingesetzt, damit es den Leuten wieder besser geht, damit die Leute pendeln können aus Burgenland nach Wien oder aus dem Waldviertel nach Wien zum Beispiel jetzt, es gibt andere Destinationen auch, und ihre Familie ernähren können. Also ich sehe da überhaupt nicht, was dagegen spricht, hier solche Maßnahmen zu setzen. Und genau deswegen ist für mich diese Regierung eigentlich die schlechteste, die wir je hatten. Und der Präsident, der das Ganze weiter unterstützt, auch jemand, der abgewählt gehört. Ja, das sind harte Worte, aber auf der anderen Seite muss man schon auch die Frage stellen, weil Sie gesagt haben, wenn es brennt, rufe ich die Feuerwehr. Ja, aber es stimmt genauso, dass wir in Österreich so viele offene Jobs haben wie nie, dass wir viele Branchen kaum mehr bestücken können, weil es einfach die Arbeiter fehlen, vor allem in Tourismusgebieten, in der Gastronomie, da findet man kaum Leute. Ist es nicht vielleicht auch so, dass wir ein wenig satt geworden sind? Also wenn ich mir anschaue, wie viele Leute mir schreiben, dass sie Sorgen haben, wie sie ihr Kind ernähren sollen, dann können wir, glaube ich, nicht von einer Sattheit einer allgemeinen sprechen. Ich glaube, und da ist mir der Herr Godemes ein bisschen ausgewichen, es gibt in dem Land Leute, die sind wirklich prall gemästet und da sollte man ein bisschen hinschauen. Und es gibt leider viel zu viele Menschen, die stehen vor einem leeren Trog. Aber das, was die Problematik am Arbeitsmarkt betrifft, hat auch... Sagen Sie nachher dazu... Sagen Sie nachher was dazu. Okay. Ja. Mir geht es darum, wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen. Es gibt einen Grund, warum die Leute in der Gastronomie hackeln wollen. Es gibt einen Grund, warum die Leute im Tourismus zum Teil nicht arbeiten wollen. Weil die Arbeitsbedingungen wirklich eine Herausforderung sind und in manchen Bereichen eine Frechheit. Da geht es einfach darum, dass sie schlecht bezahlt sind, da geht es darum, dass sie zu wenig Personal haben, da geht es darum, dass einfach die Leute ausgepresst werden. Das muss man schon sagen. Ja? Und das gilt genauso im Kindergartenpersonalbereich, wo auch die Leute sagen, da gibt es einfach zu wenig Personal und zu wenig Geld. Und das ist aber am Schluss immer nur eine Symptomdebatte. Es geht am Ende des Tages immer um Symptomdebatten, das ist genau, was ich meine. Ja? Die Frage, wer wird verpflichtet, einen Job anzunehmen, der 400 Kilometer entfernt ist, ja lächerlich, kannst du nicht machen. Du kannst ja jemanden nicht sagen, der im Wald führt, lebt, er soll einen Job im Südburgenland annehmen und er soll dann irgendwie 300 Kilometer in eine Richtung pendeln. Das ist doch ein Schwachsinn. Das ist doch realitätsfremd. Ja? Das ist so ein Unsinn Neoliberaler, den wir von den Neos kennen und so weiter. Aber in der Realität müsste es so ausschauen, Geld ist genug da und auch Arbeit ist eigentlich genug da. Also es ist ja nicht so, dass wir in einer Situation sind, dass es nicht genug Beschäftigung gäbe. Und ich bin einer von denen, die, also ich habe selber mit 15 begonnen zu arbeiten, habe Lehre gemacht, habe immer gearbeitet, ich arbeite sehr gerne, aber ich habe auch das Glück inzwischen, dass ich einen Job machen kann, der mir gut gefällt. Ganz viele Menschen haben dieses Glück nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn Jobs nicht besetzt werden können, dann sollten sich die Arbeitgeber mal zuerst einmal hinterfragen, ob das vielleicht an ihnen liegen könnte. Nicht immer. Ich kenne auch Unternehmen und Unternehmer, die haben super Arbeitsplätze zur Verfügung und finden aber trotzdem niemanden. Da muss man sich als Staat natürlich auch was einfallen lassen. Aber am Ende des Tages bin ich der Meinung, wir haben ein grundsätzliches Verteilungsproblem. Und dieses Verteilungsproblem poppt immer unterschiedlichen Orten und Stellen auf. Und ich möchte ganz in der Logik des, wir müssen die Zusammenhänge verstehen, auch einmal hinterfragen, warum kommen wir eigentlich immer und immer wieder in solche Krisensituationen und sind dann immer und immer wieder mit dem Feuerlöschen beschäftigt, statt dass wir einmal Grundlagen schaffen, damit wir krisenresistenter werden. Weil wenn wir gewisse, zum Beispiel jetzt im Lebensmittelbereich, weil da bin ich sehr stark engagiert, wenn wir eine höhere Ernährungssouveränität hätten, wenn wir also mehr Güter selbst produzieren würden, gewisse Güter, und nicht so viel importieren würden, dann würden uns kollabierende Lieferketten oder ein im Suezkanal feststecken, das Transportschiff nicht fertig machen. Unsere Wirtschaft ist aber inzwischen so ausgelegt worden, dass wir die schlecht bezahlte Arbeit ins Ausland delegieren und uns dann wundern, wenn die Waren nicht daherkommen. Das sind die Zusammenhänge, über die wir auch mal reden sollten. Sie wollten vorhin einen Einwand bringen. Es ist natürlich, es ist verlockend natürlich, das Thema Steuern, Vermögensteuern, das ist keine Frage, das wird ja schon seit Jahren diskutiert. Faktum ist, dass Österreich schon ein extremes Höchststeuerland ist und wir haben ja Spitzensteuersätze von, also insgesamt, wenn man Leute in der Progression an der höchsten Ebene sieht, bis zu 55 bis 60%, wenn man alles zusammenzählt. Das darf man auch nicht vergessen. Und wir haben ja vorher
auch gesprochen von der Beweglichkeit des Kapitals, nicht wahr? Das ist ja nicht so, dass das Kapital an ein Land gebunden ist, sondern dass jemand, der viel Geld hat, beziehungsweise ein Unternehmen, das viel Geld umsetzt, tut es sich leicht, den Standort zu wechseln. Und das passiert auch laufend. Also wenn ein Staat immer die Steuern immer höher ansetzt, dann werden natürlich Leute, die Geld haben, bewogen, das Land zu verlassen und die Unternehmen auch und andere Standorte zu suchen. Das bedeutet höhere Arbeitslosigkeit und bedeutet einen Standortminus für das Land. Ich glaube, man sollte eher Incentive setzen und den Weg andersrum machen, die Steuern zu senken, um mehr Wirtschaft, Investitionen, Unternehmen nach Österreich anzuziehen, das Land attraktiver zu machen, somit mehr Arbeitsplätze schaffen zu können. Natürlich einen Steuersatz, der verträglich ist, den die Unternehmen auch dann zahlen und der natürlich auch ins Sozialsystem fließt. Österreich ist natürlich auch teilweise ein Umverteilungsland, das ist eine alte Tradition. Aber ich glaube, die Steuern zu erhöhen, bewirkt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Nämlich, dass die Kräfte, die man besteuern will, relativ kurz- bis mittelfristig, das geht manchmal sehr schnell, nicht alle natürlich, keine Frage. Ja, manche sind auch gebunden, das ist auch selbstverständlich, aber viele das Land verlassen werden. Die Föst hat ja schon einmal angedroht, den Standort, den österreichischen Standort zu schließen, obwohl die Föst ein österreichisches Unternehmen ist. Also ich sollte, ja, ich rufe dazu auf, da ein bisschen, ja, vielleicht mit Augenmaß auch zu agieren, weil ich glaube, dass Incentives besser sind, als laufend nur die Debatte ins Spiel zu bringen, die Steuern zu erhöhen. Wir haben bitte pro Jahr, das sind Zahlen, die sind schon etwas, sagen wir, 5 Jahre alt, ich glaube, die sind wenig anders, 30.000 Menschen, die das Land verlassen, also Brain Drain. Gut ausgebildete Menschen, die hier ausgebildet wurden und ihre Zukunft, USA, Australien, wo auch immer, sehen, weil dort der Forschungsstandort, aber auch der Unternehmensstandort steuerlich ein attraktiverer ist. Wir verlieren pro Jahr 30.000 solcher Menschen, eben die hier geboren sind oder hier zumindest ausgebildet wurden, die das Land verlassen. Liegt auch daran, dass man eben hier auch keine Zukunft sieht, weil eben das, was man sich erarbeitet, zur Hälfte bei vielen einfach wieder weggenommen wird und man auch, was Bildung und Forschung betrifft, hier in Österreich keine Perspektive sieht. Und ich glaube, es geht vor allem um die Erwartungshaltung. Die Menschen, obwohl Österreich ja noch immer eines der schönsten Länder der Welt, keine Frage ist, und der reichsten Länder, aber die Erwartungshaltung ist gesunken, weil eben die Faktoren gesunken sind. Und das wird sich leider wie ein Teufelskreis, ein vicious circle, weiter hinunterziehen, weil die EU und auch die österreichischen Regierungen nicht die entscheidenden Maßnahmen gesetzt haben, um Brain, um Kapital hier im Land zu halten. Und ich glaube, dass Steuererhöhungen eben das bewirken, dass die diverse Kräfte immer weiter auswandern werden. Das ist leider schade. Ja, ich muss da natürlich zwei Sachen. Ich werde es nicht tun. Ja, ich muss natürlich zwei Sachen dazu sagen. Österreich ist ein wunderbares, ein schönes Land mit wunderbaren Menschen. Wir haben bisher noch jede Krise gemeistert. Wir waren bisher auch immer die Insel der Seligen. Ich weiß auch gar nicht, wie. Was sich darauf auszuruhen, wäre auch nicht gut. Das ist auch richtig. Aber immer sich anpassen an die neuen Gegebenheiten, nach vorne schauen und besser werden. Das ist richtig. Wie ist eigentlich der Slogan von unserem Kollegen Gerald Groß? Make Austria great again oder so? Gib Van der Bellen eine zweite Chance. Irgendwie sowas, glaube ich. Ich dachte, Sie wählen Herrn Groß, oder? Nein, ganz sicher nicht. So verbrüdert wie Sie jedes Mal. Nein. Ja. Aber weil ich jetzt gerade erwähnt habe, Österreich, Insel der Seligen, die Ukraine-Krise hat natürlich gezeigt, wir sind nicht ganz so unabhängig von dem, was rund um uns passiert. Wir sind zwar auf der einen Seite militärisch völlig neutral, nicht aber politisch. Und diese Woche war wieder eine Tatsache, die mich erschaudern ließ. Die drittwichtigste Politikerin Amerikas, Nancy Pelosi, eine nette 82-jährige Dame, musste dringend nach Taiwan fliegen, um dort einen Tag lang den größten politischen Wirbel in Asien auszulösen, den man sich nur vorstellen kann. War das
gescheit, was die Dame da gemacht hat? Ich fürchte, es war notwendig. Also wenn man sich anschaut, also ich bin ja wirklich kein Freund der USA. Ja? Also ich bin halber Chilene und was die US-Regierung Chile angetan hat in den 70er Jahren, das würde für eine lebenslange Feindschaft reichen. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Das Thema ist viel mehr, dass wir das Problem haben, dass autoritäre Regime wie Russland, wie China und wie andere auf der Welt sich wechselseitig stärken. Jetzt nicht zwingend nur in Wirtschafts- und militärischen Beziehungen, obwohl das auch stattfindet, sondern vor allem auch mit dem Vorbildeffekt. Wenn Russland jetzt ungestraft, unter Anführungszeichen, sich zuerst die Krim krallt und jetzt die ganze Ukraine krallen will und danach vielleicht Estland oder wer weiß, was noch alles haben will, der Putin in seinen Großmachtfantasien, dann spornt das natürlich ähnliche Autokratien wie China an, auch ihre Großmachtfantasien auszuleben. Und China sagt halt, Taiwan ist Teil von China und das muss einfach vereint werden. Und die Taiwanesen sehen das halt ein bisschen anders und wollen nicht Teil von China werden, genauso wie die Ukrainer nicht Teil von Russland werden wollen. Und wenn die USA hier seit Jahrzehnten eine Freundschaft pflegt und auch eine Form von Schutzbündnis mit Taiwan pflegt, dann glaube ich, ist gerade jetzt, wo durch Putin wieder einmal Grenzen überschritten wurden, es eine gute Sache, auch klar aufzuzeigen, dass ähnliche Vorgehen, ob jetzt vielleicht von China in Taiwan oder von anderen Ländern in anderen Regionen der Welt, nicht toleriert werden. Und so habe ich den Besuch von Nancy Pelosi verstanden. Obgleich man dazu sagen muss, dass die USA, also Präsident Biden und andere, ja bemüht waren, das irgendwie runterzuspielen und zu beschwichtigen. Aber es ist trotzdem ein klares Signal. Und das Signal heißt, Achtung, es gibt Völkerrecht, Achtung, bitte, wir können jetzt nicht, nur weil Putin alles bricht und der Menschen abschlachtet, wegschauen, wenn auf der anderen Seite der Welt etwas passiert. Und das, finde ich, muss man den USA wirklich zugute halten. Also ich halte es für notwendig, leider, weil ich würde mir auch wünschen, dass wir nicht quasi die Weltpolizei brauchen, sondern ich würde mir wünschen, dass wir in der UNO das Ganze diplomatisch lösen können. Aber leider scheint es notwendig zu sein, dass man China auch einmal stärker demonstriert, so wie ich der Meinung bin, dass man auch gegenüber Russland stärker demonstrieren muss, weil leider bewahrheitet sich, der Herr Gutenus hat vorher vom Schulhof gesprochen und den Bullying- und Mobbing-Erfahrungen, die wir dort alle erlebt haben. Du wirst jemanden, einen Rowdy, der glaubt, er kann sich nehmen, was er will, nicht mit Bitten und Betteln besänftigen, sondern nur, indem du stärker demonstrierst. Und wenn du als Kleiner nicht mächtig genug bist, dann musst du einfach Solidarität üben. Und das ist genau das, was jetzt gerade passieren sollte. Ja, viele sehen den Ausflug von Nancy Pelosi nach Taiwan aber als Ego-Trip einer älteren Politikerin und nicht nur eine Macht. Es ist immer eine Ego-Show-Politik. Ja, das darf man nicht vergessen. Wie beurteilen Sie das, Herr Gutenus? Ich glaube, Sie sehen das deutlich anders. Das unterstreiche ich vollkommen. Das ist, Politik ist auch immer eine gewisse Ego-Show natürlich, aber nicht nur, weil Sie Witze nicht im Alleingang gemacht haben, natürlich eine Absprache mit dem amerikanischen Präsidenten. Schauen Sie, ich hier jetzt aus Europa das zu beurteilen, da gibt es so viele Faktoren. Ich glaube, jetzt ganz allgemein gesagt, von der metapolitischen Ebene her, man sieht an diesem Beispiel ganz genau, dass sich das weltpolitische Geschehen, das die letzten Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg eher transatlantisch zentriert war, sich verlagert ins Transpazifische. Also es wird sich dort viel mehr abspielen als bei uns. Die letzten Jahrzehnte, das Ganze verlagert sich darüber. Das hängt auch mit vielen Faktoren zusammen, wirtschaftlich und die Schwäche der Europäischen Union und auch wirtschaftlich, was die Europäische Union hier zustande bringt, das Ganze verlagert sich einfach hinüber. China ist eine Großmacht geworden, aber die sich immer noch regional relativ begrenzt. Ich weiß, sie übertritt, wenn jetzt Taiwan so oder so sieht, aber sie geht jetzt kaum über ihre Grenzen hinaus, außer natürlich mit dieser sehr, sehr mächtigen Initiative der Seidenstraße, also One Belt, One Road. Das ist ein gigantisches Unternehmen, das hier seit Jahren stattfindet und das bis nach Mitteleuropa auch geht. Ungarn zum Beispiel, oder jetzt, weil ich hier im Balkan bin, es wurde gerade vor einer Woche eröffnet, die Brücke, die den kleinen Meereszugang Bosniens, das sind, glaube ich, 10 Kilometer, Neum heißt das, eine Brücke gebaut, durch die Chinesen, die diesen Meereszugang umgeht. Was aber in dem Fall positiv ist, weil dieser Meereszugang eben zwei EU-Nicht-EU-Grenzen hat. Und wenn man mit einem Auto nach Dubrovnik gefahren ist, dann musste man zweimal diese Grenzen innerhalb von 10 Kilometern im Sommer zum Beispiel überfahren. Und das war natürlich nicht so ein. Die Brücke verkürzt das um einige Stunden.
Also jetzt kurzer Ausschweifer gewesen. China ist extrem mächtig geworden. Rein völkerrechtlich hält es sich im Großen und Ganzen mit, ja, natürlich mit Streitpunkten an die Grenzen. Das heißt, es geht nicht darüber hinaus. Aber rein wirtschafts- und strategiepolitisch ist diese Seidenstraße ein Unternehmen mit gewaltigem Ausmaß. Hafen Piräus bei Athen zum Beispiel und viele kleine Logistikpunkte dann bis Afrika hinein. Da sind die Chinesen extrem stark, was die Rohstoffe betrifft und seltenen Erden. Nicht zu unterschätzen, ein neuer Faktor, extrem ein Dorn im Auge den Amerikanern natürlich. Und die Chinesen sind der wahre Feind der Amerikaner, nicht die Russen. Das hört man ja auch oft hinaus, wenn man mit amerikanischen Diplomaten und Politikern spricht. Und man wird sehen, wie das weitergeht. Also man wird nicht verhindern können, dass die Frau Pelosi dorthin fährt. Es war natürlich als eine Art Provokation gedacht, obwohl es vielleicht keine sein muss. Das ist immer eine Frage des Blickwinkels. Und eins ist klar, die Chinesen sind auf der Weltbühne erschienen und werden dort auch ihre Rolle immer mehr einnehmen und vielleicht auch ausweiten. Ja, Tatsache ist, China hat nur wenige Stunden, nachdem Nancy Pelosi aus Taipei weggeflogen ist, mit einem riesigen Militärmanöver rund um Taiwan begonnen. Es wird scharf geschossen, es werden Raketen getestet, heißt es. Man schießt die Raketen über Taiwan. Und wir alle wissen, was bei derartigen militärischen Geschichten schiefgehen kann und vor allem, wo militärische Konflikte hinführen. Wir sehen das jeden Tag in der Ukraine. Damit möchte ich das heutige Diskussionsgespräch beenden. Danke, Herr Romena, und danke, Herr Gudenus, und gute Rückreise vom Balkan und billigen Sprit in Slowenien. Ich nehme mit. Danke vielmals. Danke.